Schwarz hat gerade A6 gezogen und möchte diesen lästigen Springer auf B5 vertreiben. Aber das war ein Fehler. Das läuft in einen Hammerschlag, wie Carsten Müller, der die Partie für die Schachbundesliga kommentiert hat, schreibt. Credit an Carsten für alles, was hier steht in der Notationsspalte. Ja, ja, der Hammerschlag. Es gibt nur diesen einen Hammerschlag und wenn man den nicht sieht, dann gewinnt Weiß auch nicht. Der Großmeister Roland Preußers hat den nicht gesehen mit den schwarzen Steinen. Und die Frage an dich ist, siehst du den? Weiß am Zug, Weiß gewinnt. Was würdest du tun? Wenn du das hier findest, ist nicht leicht, dann kannst du dich wahrscheinlich auch bei einem von den Schachbundesligisten anmelden und mal anklopfen, ob du da nicht mitspielen solltest, weil dann bist du taktisch sehr, sehr stark. Luc van Veli, der war mal Weltklasse, der hat das gesehen. Wir sprechen über das Match Werder Bremen gegen die SG Solingen im Weserstadion heute, war Schach-Großkampftag. Während ich das einspreche, läuft das Match noch. Es sieht aber danach aus, als würde es eine Riesenklatsche für Werder Bremen geben. Das Match steht auf 7,5:1 für Solingen. Ob es so ausgeht, weiß ich noch nicht. Das könnt ihr auf schachbundesliga.de heute Nacht oder morgen früh dann lesen. Ich wollte vorab ein schnelles Video von dieser Partie machen und das auch in den Bericht einbinden. Also wenn du noch gucken möchtest, was Luc van Veli für den ehemaligen deutschen Mannschaftsmeister SG Solingen an dieser Stelle gespielt hat und welchen Gewinnzug er hier gefunden hat, dann halt das Video bitte jetzt an, denn ich gehe jetzt mit euch durch die Partie und dann sehen wir auch den Hammerschlag, der da gleich den guten Roland Preußers getroffen hat. Den ich bestimmt falsch ausspreche nebenbei, aber das ist ja egal. D4, D5, C4, E6, Springer F3, Springer F6, G3, wir haben eine sogenannte katalanische Eröffnung, ein D/C. Wir wollen jetzt nicht in die Tiefe die Eröffnung angucken. Man kann das geschlossen spielen, nicht auf C4 rausnehmen. Man kann sich an dieser Stelle auf diverse Weisen aufbauen. Preußers entscheidet sich für Springer C6, was einer der modernen Wege ist. 0-0, der dann an dieser Stelle meistens mit dem mit katalanisch nicht vertrauten Leuten etwas überraschenden Turm B8 beantwortet wird. Aber wenn wir hier so die lange Diagonale runtergucken, dann verstehen wir, warum der Turm sich gerne in Bewegung setzt. Und dazu hat Turm B8 natürlich noch eine konkrete Idee. Er möchte gerne B5 spielen, denn er hat ja auf C4 diesen Bauern rausgenommen. Den hat sich Weiß noch nicht zurückgeholt und jetzt schickt sich Schwarz an, den zu verteidigen und kombiniert dieses Ansinnen damit, den Turm aus der langen Diagonale zu fahren. Turm B8 ist hier der bewährte gute Zug und es ist dann tatsächlich auch ein Mehrbauer, den Schwarz jetzt hat. Natürlich bekommt Weiß ein bisschen was dafür. Weiß steht etwas aktiver, ist besser entwickelt. Ne? Weiß hat rochiert, der Kollege hier ist noch im Zentrum festgenagelt, was im Lauf der Partie auch noch eine Rolle spielen wird. Weiß hat gewiss Kompensation für diesen Bauern. Springer E5. Jetzt hängt auf C6 erstmal einer rum. Schwarz tauscht den raus, Weiß nimmt zurück. Der Springer auf F6 hängt, der sollte sich bewegen, der geht nach D7 und Weiß räumt die D-Linie. Turm D1 soll jetzt sehr bald kommen mit diesem Vis-à-vis auf der D-Linie, das Schwarz ein bisschen unangenehm ist und vom Draufgucken sehen wir, dass das Weiß hier Kompensation hat. Da muss man kein Schachmeister sein, um das zu verstehen. Weiß hat deutlich aktiveres Spiel, die besseren Entwicklungen. Die Schwarzen stehen noch zusammengedrängt. Aber dafür hat Schwarz halt diesen Bauern. Und auch nur diesen einen, denn den auf E5 sollte man eher nicht nehmen. Das kostet dann nur noch mehr Zeit, die man nicht für Entwicklung verwendet hat. Und Weiß wird einfach weiter mit Turm D1, Läufer E3 seine Sachen ins Spiel bringen. Und dann droht das weiße Spiel für die zwei Bauern mittlerweile überwältigend zu werden. Also dieses auf E5 rausnehmen, es ist nicht ganz objektiv, ist es nicht schrecklich, aber praktisch wird es dann sehr, sehr schwierig für Schwarz. Insofern ist hier Läufer B7 der normale und angezeigte Zug, den es auch schon häufig gegeben hatte. Den tauschen wir einmal. Und jetzt fesseln wir den Springer auf D7 an, dass der sich nicht den E5 abholt. Und der Turm wollte ja eh auf die D-Linie. Naja, und hier, das ist eigentlich noch eine theoretische Stellung. Entschuldigt. Das ist eigentlich noch eine theoretische Stellung. Aber offenbar war Schwarz hier aus dem Buch und dem unterläuft hier ein Fehler. Oder vielleicht war es auch ein Fingerfehler, ich weiß es nicht. Man sollte hier Dame C8 spielen, wie uns Carsten Müller ja auch zeigt, diesen Springer entfesseln. Oder man sollte sich mit C6 stabilisieren, was dann auch den Turm auf B7 ein bisschen mehr in die Partie einbezieht.
Der gute Roland Preußer spielt hier Dame B8 und das ist tatsächlich ein Fehler. Das, ja, die Maschine zeigt es an, jetzt droht natürlich auch Springer E5. Aber das fährt die Dame ein bisschen zu weit weg vom Kampfgeschehen. Und das wird sehr, sehr schnell tödlich werden. Jetzt kriegt Schwarz größere Probleme, als ihm lieb ist. Wenn er sich jetzt hier zum Beispiel entwickelt, Carsten Müller gibt hier den normalen Zugläufer E7, den man eigentlich gerne machen möchte. Aber dann kriegt man halt hier mit Dame C6 schon Schwierigkeiten. Jetzt hängt der D7, eben weil die Dame sich nach B8 zurückgezogen hat. Und selbst wenn die jetzt zurückgeht, um den Springer zu decken, dann ja, hat er doch ein Problem, weil es kommt trotzdem Turm schlecht D7, denn Dame D7 geht nicht. Denn am Ende hängt der Turm auf B7. Preußer spielt dann darum hier C5. Das dient der Idee, die ich eben schon gezeigt habe, jetzt den Turm einzubeziehen. Jetzt verstehen wir auch, warum er Dame B8 gespielt hat, denn gleichzeitig guckt er jetzt mit beiden Leuten auf den Bauern E5. So hatte er sich das gedacht. Ich spiele jetzt C5, habe dann meinen Turm B7 aktiver, der hilft dann, den D7 zu verteidigen und die Dame auf B8 guckt auf das Feld E5. Aber die Dame ist halt auch gebunden immer an diesen Turm B7 und muss den gedeckt halten und daran scheitert das schwarze Konzept. Weiß hat hier Zeit, Dame C6 zu spielen und den Druck zu verstärken gegen diesen Springer D7, der jetzt auch noch gefesselt ist. Ne? Und Dame schlecht E5 geht aus dem einfachen Grund nicht, dass dann der Turm B7 hängen würde. Ja, in seiner Not schmeißt er halt seine Sache nach vorne. B4. Sucht aktives Spiel, aktive Möglichkeiten. Und hat wahrscheinlich auch kalkuliert, dass hier Springer B5 kommt und dachte sich, okay, dann spiele ich A6 und so sauer ist dieser Apfel gar nicht, in den ich dann beiße, denn wenn Weiß dann Springer D6 macht, das wird er wahrscheinlich erwogen haben. Nach Läufer D6, Turm schlecht D6, hat natürlich Weiß weiterhin diesen Druck gegen diese Konstellation hier und kommt da schlecht raus, ja, droht auch auf A6, einen Bauern rauszunehmen, das ist, glaube ich, nicht das wesentliche Merkmal der Stelle, dass die Maschine hier anzeigt. Aber Schwarz lebt. Schwarz ist okay, wenn man so will. Das wird sich Schwarz gedacht haben in dieser Stelle und war wahrscheinlich ganz zufrieden. Aber es kommt halt der Hammerschlag. Und ja, ich hatte beim Live-Zugucken auch den schon kommen sehen, weil ich habe mit Engine zugeguckt und die Engine zeigte den nächsten Zug natürlich. Und da dachte ich, oh, der ist aber nicht leicht zu sehen, ob er den sieht. Aber da sieht man halt die taktischen Instinkte eines ehemaligen Weltklasse-Großmeisters. Und ich weiß nicht, warum die Maschine jetzt hier ihm ein Straffragezeichen gibt, weil Läufer G5 ist der einzige Gewinnzug. Ein Chessbase-Fehler. Kommt das normal, das Fragezeichen? Nee, war vielleicht nur ein Anzeigefehler, ich weiß es nicht. Läufer G5 ist sehr, sehr stark. Läufer G5 lässt einfach diesen hängenden Springern stehen. Und die Idee ist, dass Schwarz den nicht nehmen darf, weil Läufer G5 nämlich schon an einem Mattnetz spinnt. Wenn Schwarz den nimmt, kommt Turm D7, Turm D7 und Turm D1. Und sofort kommt der zweite Turm. Wir arbeiten weiter mit dieser Fesselung. Und der Turm kann hier nicht weg, weil auf D8 immer Matz drohen. Also zum Beispiel, wenn Schwarz den jetzt deckt mit Dame B7. Dann nehmen wir auf D7 raus. Und Schwarz darf nicht die Dame auf C6 nehmen, weil dann ist eben Turm D8 matt. Und wir verstehen, warum der Läufer auf G5 steht. In allen Varianten ist halt dieses D8 matt. Motiv. Ja, Turm D7 darf man die Dame nicht nehmen, aber wenn man den Turm nimmt, dann kommt so was Ähnliches. Dann kommt Dame A8 Schach. Und der eingekerkerte schwarze König kommt da nicht raus und es ist matt. Das ist dieses Mattnetz, das Weiß mit Läufer G5 gesponnen hat und das lässt sich also aus dem Mattnetz kommt man nur noch unter erheblichem Materialverlust raus. Schwarz macht den logischen Zugspiel, Läufer E7, träumt davon, vielleicht doch nochmal zur Rochade zu kommen und möchte natürlich diesen Blick des Läufers nach D8, wo diese ganzen Mats in der Luft liegen, abwehren. Springer D6 und jetzt kommt der Springer nach D6 und jetzt ist es eben deutlich schlechter als das, was er sich eigentlich ausgedacht hatte, denn Schwarz hat hier eigentlich nichts anderes, als den jetzt rauszunehmen und noch einen Schritt mit dem Läufer zu machen. Ne? Wenn man mit dem König aus dem Schach geht, ist einfach der Turm auf B7 weg. Insofern Läufer D6, Turm D6 und es liegen immer noch diese Sachen in der Luft, Turm schlecht D7, Turm D7, Turm D1 mit diesen ganzen Mattbildern. Man muss hier Material spucken. Schwarz in seiner Verzweiflung, wie Carsten schreibt, spielt 0-0. Dann nehmen wir halt einen mit. Aber Schwarz sagte, ja okay, aber ich kriege ein paar Bauern. Ich habe ja einen und jetzt kriege ich hier noch einen auf E5 und vielleicht mit Lügen und Betrügen und auf B2 hängt ja auch noch einer, das ist ja ein Doppelangriff.
Vielleicht geht da ja doch noch was. Ja, Läufer E7, Dame schlecht B2. Jetzt hängt der Turm auf A1, der muss ziehen. Und wenn wir durchzählen, ist es ja sogar ganz okay für Schwarz. Er hat drei Bauern für die Figur. Versucht jetzt C3, lässt den Turm auf F8 hängen. Also die Stellung ist eh verloren, weil halt so schreckliche Sachen drohen. Er versucht C3 und das läuft dann noch in ein schönes Matt-Finale, nämlich nach C3 kann man alles machen. Man kann auch auf F8 nehmen und der C-Bauer läuft nicht durch. Aber am schönsten ist das, was von Willi gespielt hat, Dame D8. Und da hat er sie dann mit Stil beendet, die Partie. Und dass auch Roland Preussers einer mit Stil ist, sehen wir daran, dass er jetzt nicht aufgegeben hat, sondern dass er sich dann auch noch hat matt setzen lassen. Das ist eine schöne Etikette, dann den Gegner am Ende einer Glanzpartie dann auch das Matt aufs Brett stellen zu lassen. Das hat er hier getan. Und nach 24. Turm D8 matt war die Sache gegessen. Ja, das war Bundesliga am Samstag. Da zeige ich euch morgen vielleicht noch eine Partie, nämlich die von Vincent Keimer. Wenn ich dazu komme, diesen Kurz- und Glanzsieg von Luc van Veli wollte ich einmal vorab schicken. Ich hoffe, der hat euch so gut gefallen wie mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis sehr bald auf diesem Kanal. Macht es gut.